In diesem Video möchte ich euch die Inhalte des heute erschienenen großen Updates für die Sims 4 zusammenfassen. Außerdem wird die Überraschung aus der Max's Monthly Show gelüftet. Zuallererst gibt es mit dem Fröhliche Feiertag Pack jetzt insgesamt 6 neue Outfits. Die Kleinkinder können sich hier über diese 2 neuen Gesamtoutfits, Kinder und Kleinkinder über jeweils ein paar neue Schuhe und Kinder über diese 2 neuen Oberteile freuen. Als nächstes wurde ein neues Anpassungsfeature für die Benutzeroberfläche implementiert. Wenn ihr dieses in der Größe anpassen wollt, könnt ihr das ganz einfach in den Optionen über den Punkt Zugänglichkeit ändern. Cool ist auch, dass man jetzt die Säulen in ihrer Größe anpassen kann. Wenn ihr diese anklickt, könnt ihr diese jetzt sehr hoch einstellen. Wenn an der Säule ein kleines Symbol unten rechts vorhanden ist, ist dies zwar immer noch möglich, allerdings nicht ganz so hoch. Leider werden die Texturen dazu sehr unschön gestreckt, was allerdings nur beim ganz genauen Ansehen auffällt. Im Hauptmenü werdet ihr jetzt noch ein wenig mit mehr Werbung zugeballert. Es zeigt euch aber auch kurz, ob es neue Inhalte im Basisspiel per Update gab. Alle Spieler können jetzt auch den Hip-Hop-Radiosender mit 6 neuen Songs nutzen, welcher vorher nur für Simmer mit der installierten Werde-Berühmt-Erweiterung nutzbar waren. Kommen wir jetzt zur Überraschung, welche ein weiteres von der Community bestimmtes Accessoire-Pack für die Sims 4 ist. Richtig, ihr könnt jetzt wie in Waschtag-Accessoires auch an der Erstellung eines ganzen Accessoire-Packs mitwählen. Zuallererst wird über das allgemeine Thema und Gameplay am 18. November abgestimmt. Danach wird in einer Umfrage einige Wochen später über den Stil des Packs, Klamotten, Objekte im Baumodus und anschließend dann den Titel von der Community aus bestimmt. Alles läuft über das Spiel direkt ab. Ihr könnt zum passenden Zeitpunkt aus dem Spiel aus voten. Eines der ersten Themen ist Kunst und Handwerk, welches unter anderem mit eventuellem Glasblasen, Töpfern, Stricken oder Sticken kommen wird. Das zweite Thema ist ein Pack mit Fokus auf den gesunden Lifestyle, mit Fitnessuhren, einem veganen Merkmal, einem gesunden Lebensbestreben oder auch einem Smoothie Maker. Das nächste Thema wäre hier spaßige Technik, wie zum Beispiel simulierte Sportspiele, einen virtuellen Hologrammfreund, ein Fitnesslaufband und Fitnessfahrrad mit Bildschirm und digitales Minigolf. Der vorletzte Vorschlag besteht aus einem Wissenschaftler-Accessoire-Pack mit Fokus auf Mikroskopen, Astronomie, Essenswissenschaften, Bauklötzchen oder Bausets für die Sims. Und als letztes steht uns noch ein geisterbezogenes Accessoire-Pack zur Auswahl, mit dem die Sims einer Geisterfängerkarriere, Psychologe oder Sensenmann-Karriere nachgehen oder auch aus einem neuen verfluchten Hausmerkmal wählen können, sowie einen Kartenlegertisch nutzen. Welches der genannten Gameplay-Ideen dann wirklich ins Pack kommt, ist derzeit noch unklar. Wenn wir für ein Thema abstimmen wollen, müssen wir uns also noch bis zum 18. November gedulden. Was denkt ihr über die Neuerungen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.